Der Chor- und Musikkreis Voice Kontakt hat seit 2011 erfolgreich Kinder- und Jugendmusicals in Gotshorn aufgeführt. Das Ensemble ist seit dieser langen Zeit mit viel Freude dabei. Jetzt entdecken die Akteure neue Wege, indem das Musical Eine Welt im Videoformat umgesetzt wird und die Kinder und Jugendlichen ihre Parts im Tonstudio einsingen und vor der Kamera spielen. Gina, worum geht es im neuen Stück Eine Welt von Bernd Arhilger des Gerd Medienverlags? Das Musical handelt von zwei Tiergruppen in Afrika, die sich im Grunde sehr ähnlich sind. Doch da sie von einem Fluss getrennt werden, kennen sie sich nicht und haben zunächst große Vorbehalte, was ihre Artgenossen von der anderen Seite angeht. Auch Tiere, die gerade erst zugezogen sind, wie Heinz der Pinguin, werden kritisch beäugt. Aber zum Glück siegt die Neugier und langsam kommen sie sich näher. Sie bauen gemeinsam eine Brücke und finden Zusammenhalt. Sie verbinden eine Welt. Für welche Altersgruppe ist das Musical bestimmt? Das bunte Stück ist für jeden ab dem Kindergartenalter spannend. Das lernt, Grenzen zu überwinden und Neues kennenzulernen. Aber durch die wichtigen Themen wie Inklusion, Integration und die Wertschätzung individueller Stärken ist das Musical bis ins hohe Alter mehr als relevant. Was ist das Besondere an dem neuen Projekt der Gruppen Convoice und Kontakt? Es ist ein Projekt im Webformat, das heißt, Videos von allen Beteiligten wurden im Vorfeld aufgenommen und zusammengeschnitten. Die Lieder wurden im Tonstudio eingesungen und abgemixt. Welche besonderen Herausforderungen gab es bei der Umsetzung? Es sind ganz neue Umstände für uns alle. Anstatt sich wöchentlich zum gemeinsamen Einüben der Szenen und Lieder zu treffen, mussten die Eltern dieses Mal viel mithelfen und selbst mit ihren Kindern die Texte üben. Außerdem sollten sie Videos von ihren singenden Kindern drehen. Dann gab es einzelne Termine im Tonstudio mit Sicherheitsmaßnahmen, bevor die Szenen einzeln vor einem Greenscreen aufgenommen werden konnten. Insgesamt wurde der Fokus viel mehr auf die detaillierte Planung und technische Feinarbeit beim Zusammenfügen der einzelnen Ton- und Videoaufnahmen gelegt. War es schwieriger als eine Live-Aufführung? Viele aufwendige Aspekte, die eine Aufführung für unsere Gruppen normalerweise mit sich bringt, sind durch die Online-Fassung entfallen. Lange Tage des Lichteinrichtens, die Soundchecks, die aufwendige Gestaltung der Kulisse. Aber im Grunde hat sich all das verlagert. Denn alle Beteiligten mussten selbst für ihre Videoaufnahmen der Lieder sorgen, dafür Texte lernen, Lieder üben und sie vor der Kamera präsentieren. Später mussten alle Bestandteile zusammengefügt werden. So entspannt wie ein Online-Musical klingt, ist es in Wirklichkeit nicht. Fehlt nicht etwas? Nein. Alles, was man so an den Musicals liebt, die die Gruppen Convoice und Kontakt auf die Beine stellen, ist auch dieses Mal mit dabei. Ein großer Chor mit Orchester, Kinder und Jugendliche, die Spaß haben, gemeinsam eine Geschichte auf die Bühne zu bringen, eine liebevolle Gestaltung und gut abgemixte Sounds. Wie lange wurde an dem Projekt gearbeitet? Im Januar haben wir mit der Planung begonnen und im Juli soll unser Stück online gehen. Also ein gutes halbes Jahr intensiver Arbeit. Wo kann man das Musical sehen, Gina? Auf dem YouTube-Kanal der Gruppe Voice Kontakt. Ein Link und weitere Informationen dazu findet man auch auf unserer Homepage www.voicekontakt.de. Werden wir das Stück auch auf der echten Bühne erleben können? Ja, auch wenn noch nicht feststeht, wann man damit rechnen kann. Aber wir haben vor, das Stück, nachdem wir es online aufgeführt haben, auch auf die echten Bretter, die die Welt bedeuten, zu bringen. Das klingt ganz so, als dürfte man sich dieses Ereignis auf keinen Fall entgehen lassen. Wie gut, dass es bald zu jeder Zeit auf YouTube zu erleben ist. So kann man sich das neue Stück Eine Welt ganz ohne den Stress, noch einen Sitzplatz zu finden, gemütlich von zu Hause aus ansehen und sich an der bunten Tiergemeinschaft erfreuen. Verehrte Gäste, wenn Sie noch keine Gelegenheit hatten, unsere Musical-Inszenierung auf der Bühne zu erleben, dann empfehlen wir Ihnen, schauen Sie doch mal im Herbst in den YouTube-Kanal. Dort finden Sie unter Voice Kontakt eine ganze Menge Hinweise und Sie können das ganze Musical noch einmal in aller Ruhe mit viel Gemütlichkeit genießen.